Servus, liebe Kleeblatt-Fans, heute geht es ein bisschen regenerativ zur Sache. Die Erholung steht im Vordergrund, auch der Spaß und die Freude sollen heute nicht zu kurz kommen. Ein bisschen auf die Bremse getreten nach den hohen Belastungen der letzten Tage. Und ich denke, man sieht das bei den Bildern vom heutigen Training, das hat allen sichtlich Spaß gemacht. Heute Nachmittag steht dann freier Nachmittag für die Spieler an, den viele nutzen werden, um sich einfach mal ins Bett zu legen und ein bisschen auszuruhen, ein bisschen zu regenerieren. Ja, der ein oder andere wird aber auch den Golfschläger in die Hand nehmen und sich da ein bisschen dann mit etwas kleineren Bällen beschäftigen, als es sonst der Fall ist. Das Trainerteam, das Betreuerteam, ein paar Sponsoren, ein paar Journalisten haben die Zeit genutzt, um sich dann auch zusammen mal auf dem Fußballplatz noch ein bisschen auszutoben und selber mal ein bisschen gegen die Murmel zu treten. Und am Nachmittag, da stehen dann wieder die Fans ganz hoch im Kurs, denn die kommen zu einem gemeinsamen Abend ins Mannschaftshotel, sodass dann Spieler, Mannschaft, Betreuer und Offizielle gemeinsam mit den Fans den Abend verbringen können und so die Zeit nutzen können, um einige Gespräche zu führen und sich ein bisschen über die aktuelle Lage auszutauschen. Wir wünschen euch eine gute Nacht jetzt und melden uns morgen dann wieder, wenn es zweimal auf den Trainingsplatz geht, mit aktuellen Trainingslager-Eindrücken hier aus Bielek.